wunderbar. Also herzlich willkommen. Hallo zusammen. Erstmals großes Kompliment an die Organisatoren. Ich glaube, wir haben es beide erst kurz vor unseren, also vor 20 Minuten gemerkt, dass die beiden Vorträge, die wir jetzt haben, sich extrem ergänzen. Das kann Zufall sein oder gute Organisation. Ja. Warum möchte ich in den nächsten 18 Minuten über die Prozessindustrie sprechen? Aus zwei Gründen. Zum ersten, weil sie, wie wir gleich sehen, extrem energieintensiv sind und damit voll im Fokus von all diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und zum Zweiten hat das natürlich mit der Firma Bilfinger zu tun. Also die Firma Bilfinger macht den weitaus größten Anteil des Umsatzes mit Prozessindustrie. Also das ist chemische Industrie, Öl und Gas, Raffinerien, Stahlindustrie, Zementindustrie. Alles das, was laut, dreckig ist und stinkt. Ja, aber damit verdienen wir unser Geld. Wie machen wir das? Wir bauen Anlagen, wir sind ein Anlagenbauer, aber wir sind auch ein Anlagenbetreiber. Also wir bauen die um, wir machen fortlaufende Wartungen und Reparaturen. Und damit sehen wir halt sehr stark, was diese Prozessindustrie, die Kunden, umtreibt. Also unsere Kunden sind die Shells, BPs, ThyssenKrupps, BASFs, RWEs dieser Welt. Ich starte mit Zahlen. Ich glaube, jeder weiß in etwa, wie viel Tonnen CO2 im Jahr weltweit emittiert, produziert werden. Das sind knapp 38 Milliarden. Jeder weiß, dass diese Zahl massiv gestiegen ist in den letzten 30 Jahren, also um 60% im Vergleich zu 1990. Die Zahl ist auch trotz all dieser Bemühungen leider Gottes im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen um 1%, im Jahr 23 mehr als im Jahr 22. Und ich glaube, es gibt auch noch einige im Raum, die wissen oder ja ahnen können, dass halt China der weltweit größte Emittent von CO2 ist mit 11,7 Milliarden Tonnen pro Jahr. Dann kommt lange nichts, dann kommt die USA mit 4,5 und dann kommt Indien, Russland wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückfallen und Japan. Ja. Aber was die wenigsten wissen, ist, wenn sie die weltweite Stahlindustrie nehmen, die alleine emittiert 2,8 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Wenn die Stahlindustrie ein Land wäre, dann wäre sie der drittgrößte Emittent von CO2. Das gleiche gilt auch für die chemische Industrie, genauso viel. Ja, oder dann die Zementindustrie, die würde hier am Platz 4 stehen. Ja, also diese Industrien sind massive Emittenten von CO2 und deswegen stehen die massiv auch im Fokus, weil sie entsprechende Regularien haben, aber weil sie auch den öffentlichen Druck haben. Also jetzt, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Shell BP. Wenn da eine Jahreshauptversammlung stattfindet, wenn sie denn noch live stattfindet, dann ist die Chance sehr groß, dass draußen vor der Tür groß demonstriert wird oder dass sogar sagen wir, der Raum gekapert wird und die Leute reinstürmen. Das will man auch als Vorstand nicht. Und das ist auch ein Treiber dafür, dass sich diese Industrien sehr stark mit dem Thema beschäftigen. Jetzt könnten wir natürlich als Europa oder als Deutschland sagen, und es gibt auch manche Stimmen, sagen, dann machen wir halt in Zukunft ohne diese Industrien weiter. Ist eine Option, aber ist aus meiner Sicht nicht denkbar. Und ich möchte zwei Argumente vorbringen. Das eine ist auf der linken Seite das Argument Beschäftigung. In Europa haben Sie ungefähr 32 Millionen Euro, Menschen, die in diesen Industrien arbeiten. So, und auf die kann man nicht so einfach verzichten. Ja, Sie können nicht ganze Industrien wegrationalisieren, weder in 5 Jahren noch in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Also das schafft Verarmung. Das ist keine Option. Und zum Zweiten, und ich glaube auch das ist nicht allen bewusst, diese Industrien sind auch notwendig, um die Energiewende, von der wir sprechen, auch möglich zu machen. Als Beispiel, und das ist teilweise auch ein bisschen pervers, wenn man eine durchschnittliche Offshore-Windturbine ins Meer stellt, also jetzt nicht der komplette Park, sondern eine Windturbine. Bei den heutigen Größenordnungen brauchen Sie dafür 2000 Tonnen Zement und Sie brauchen 2500 Tonnen Stahl. Das ist eines von diesen Dingen hier. Und Sie sehen, wie viel im Meer gebaut werden. Für die Produktion von einer Windanlage sind 6000 Tonnen CO2 notwendig. Das ist der Verbrauch eines durchschnittlichen Haushalts in der EU über 100 Jahre. Also auch das, da beißt sich der Ratte ein bisschen in den Schwanz, aber es geht nicht ohne. Und alles das führt dazu, dass aus meiner Sicht in den letzten 5 Jahren das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion und Energieeffizienz massiv an Bedeutung in diesen Industrien gewonnen hat.
Und es wurde, also wir haben einen großen Hype vor 2-3 Jahren gesehen, also jede Menge Projekte, wie man die Energie umbauen kann, so wie wir es vorher zum Beispiel im Vortrag gehört haben. Und es kam ein riesiger Push. Das ganze System ist ein bisschen in Stocken gekommen und ruckelt sich gerade ein. Warum? Aus meiner Sicht kommt die Prozessindustrie wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Realität. Das hat sehr stark mit Projekten zu tun. Also wenn Sie ein bestehendes Stahlwerk haben, und das wird jetzt momentan über Kohle angetrieben, dann ThyssenKrupp ist ein Beispiel, die haben für sich im letzten Jahr beschlossen, sie investieren so und so viele Milliarden, um von Kohleantrieb auf Wasserstoffantrieb umzustellen. Das bedeutet Riesenprojekte, Rieseninvestitionen. Und ich habe es jetzt hier schematisch mal dargestellt. Sie gehen, wenn Sie so einen Umbau machen oder so ein Projekt, Sie starten immer mit einem technischen Konzept, dann müssen Sie die Finanzierung klären, dann müssen Sie Genehmigungen klären, dann startet das Engineering, irgendwann baut man auch tatsächlich auf der Anlage und dann ist noch die Inbetriebnahme oder das Ramp-up. Was wir bei fast allen Kunden sehen, ist, dass jede dieser Phasen eigentlich länger dauert als ursprünglich geplant. Warum? Konzepte würde ich jetzt gar nicht so sagen, also das ist gar nicht so das Thema. Finanzierung wird schwieriger als erwartet. Die Zinsen sind gestiegen aufgrund von Inflation. Viele der Business Cases von vor 3 Jahren rechnen sich nicht mehr, weil einfach die Finanzierung so teuer ist. Dadurch sind auch schon einige Umbauprojekte rausgeflogen oder werden neu berechnet. Die behördlichen Vorschriften sind kompliziert. Man braucht auch immer Genehmigungen, was ja auch gut ist, um so eine Anlage umzubauen. Das dauert immer länger, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Wenn Sie dann tatsächlich so weit sind, dass Sie die Anlage bauen, brauchen Sie qualifiziertes Personal. Das ist Mangelware. Haben wir auch jetzt gestern und heute schon viel darüber gesprochen. Die Disruption in den Lieferketten hat dazu geführt, dass manche Komponenten einfach nicht lieferbar sind. Also Verfügbarkeit von Key-Equipment ist auch nicht immer gegeben. Und dann, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird, dann finden noch viele raus, dass sie doch nicht so viel Ahnung von Operations und Betrieben haben, dass das auch länger ist. Also viele unserer Kunden, die so einen ursprünglichen Projektplan wie oben hatten, sehen sich jetzt konfrontiert mit so einem Projektplan und stecken irgendwo hier in der Mitte drinnen. So, das führt zu einer gewissen Ernüchterung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Sie im Handelsblatt lesen, dass manche Firmen ihre CO2-Ziele ein bisschen zurückgenommen haben. Das ist aus meiner Sicht nicht, weil sie sagen, uns interessiert das Thema nicht, sondern das ist einfach, weil sie in der Realität irgendwo angekommen sind. Und ich bin vollkommen überzeugt, dass es eine gewisse, ja, eine gewisse ökonomische Geschwindigkeit gibt, das ganze Thema Energiewende in diesen energieintensiven Industrien umzusetzen. Ich habe es mal versucht, hier einfach nur schematisch darzustellen. Sie können als Firma sagen, wenn Sie ganz links unten sind, ich mache gar nichts. Ich arbeite so weiter wie bisher, dann werden Sie keinen Wert generieren. Also weder jetzt für die Gesellschaft, noch für die Umwelt, noch für Ihre Mitarbeiter, noch für Ihren Shareholder. Sie können sagen, auf Teufel komm raus, ich mache das so schnell wie möglich. Dann sind Sie irgendwo relativ weit rechts, aber Sie reiben sich aufgrund all der Dinge, die ich vorher erwähnt habe. Und dann schaffen sie auch keinen Wert. Und viele Firmen kalibrieren sich momentan so und gehen von rechts ein bisschen in die Mitte, dass sie sagen, ich suche die gute Balance bezüglich Energie, also Energy Transition, aber auch Werte zu schaffen. Und hier, Sie können die Beispiele lesen, Shell ist zurückgegangen in den Investitionen, sagt, sie machen jetzt nicht alles in grün, sondern auch ein bisschen was konventionell. BP sind die nächsten. Anderes prominentes Beispiel war gerade gestern in den Zeitungen die Firma Northvolt, also eine der wenigen, wenn nicht der einzige europäische Batteriefabrikenhersteller, hat auch gesagt, sie pausieren jetzt mal ihr großes Werk in Skellefteå in Schweden, weil sie einfach merken, so schnell geht's nicht, weil sie auf so viele Schwierigkeiten kommen. Und das ist das, was momentan geschieht. All das schafft aber trotzdem auch für einen Zulieferer von diesen Firmen, also wie wir sind und sicherlich auch viele von Ihnen, große Chancen, um sich da zu positionieren und um da auch das Geschäftsmodell umzubauen. Und ich habe noch kurz 4 aus meiner Sicht Erfolgsfaktoren mitgenommen, also die wir jetzt für uns bei Bilfinger abgeleitet haben, aber die ich auch mit unseren Peers oder Wettbewerbern spricht man natürlich nicht, aber mit den Peers, die ich höre, um diese ganze Reise auch erfolgreich zu gehen. Das erste ist, Nachhaltigkeit sollte nicht nur irgendwie Teil vom Reporting sein, weil ich irgendwas im Jahresabschluss geben muss, sondern es muss wirklich elementarer Bestandteil der Strategie sein. Das zweite ist, es ist immer die Technologie, die zählt und die den Fortschritt bringt. Nicht
nicht die Ideologie. Das dritte ist, nur was man messen kann, zählt. Und das vierte ist, auch der nachhaltige Auftritt ist wichtig. Wenn wir noch kurz in die Einzelnen, das Foto. Ja. Vielleicht, wenn wir in die einzelnen Beispiele reingehen. Also wir finden schon einige Firmen, die wirklich ihre gesamte Strategie auf das Thema Nachhaltigkeit aufgebaut haben. Also Beispiel einer unserer großen Wettbewerber, SPI, die haben wirklich in ihrer Strategie dieses ganze Thema nachhaltige Energieerzeugung von Anfang bis Ende der Wertschöpfungskette aufgezeichnet und sagen und können genau sagen, welchen Beitrag liefern wir als SPI von Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette. Wir als Bilfinger versuchen, als ein anderes Beispiel, Effizienz und Nachhaltigkeit zu vereinen. Und machen das jetzt nicht nur, setzen das nicht nur in unserem Produktportfolio um, sondern versuchen natürlich auch selber nachhaltig zu sein und selber effizient zu sein. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, wollen Sie auch im Allgemeinen zu einem Zahnarzt gehen, der schöne und weiße Zähne hat und nicht eine mit verfaulten Zähnen. Ja, und wenn Sie als Firma sagen, ich stehe für Nachhaltigkeit, ich helfe den Kunden nachhaltig zu sein, dann müssen Sie auch selber nachhaltig sein. Ansonsten sind Sie unglaubwürdig. Ja, in allen Belangen und in allen Bereichen. Zweiter Erfolgsfaktor, es ist die Technologie, die den Fortschritt bringt und nicht die Ideologie. Viele der Technologien, die verwendet werden in der Prozessindustrie, um nachhaltiger zu werden, sind eigentlich etablierte Technologien. Also Sie haben zum Beispiel, wir hatten vorher Elektrolyseure, Wasserstoff. Das ist eine Technologie, die gibt es seit 100 Jahren, gibt schon lange, ist nichts Neues. CO2-Abscheidung ist auch so ein großes Zauberwort. Auch das gibt es schon seit 100 Jahren. Sie haben, wenn Sie bei Waste to Energy, haben Sie Pyrolyse, das gibt es schon seit 400 Jahren. Also da ist nichts Neues da. Auf das kann man alles zurückgreifen. Es wird halt nur daran gearbeitet, das im industriellen Maßstab anzusetzen. Vielleicht noch ein Punkt, den ich ganz spannend finde, vor allem in Deutschland, wenn man von Technologie und Ideologie spricht, das ist das Thema Kernkraft. Es ist unglaublich, wie emotional in Deutschland das Thema Kernkraft diskutiert wird. Und ich bin selber auch, ich glaube, wie Tschernobyl passiert ist, war ich irgendwie 12 Jahre alt. Das steckt in einem drinnen. Wir haben in Österreich, haben wir außerhalb von Wien ein Kernkraftwerk gebaut, komplette bis zum Einschalten, und dann 1982, als soweit war, haben wir am Tag vor der Inbetriebnahme beschlossen, wir schalten es doch nicht ein, weil der Widerstand in der Bevölkerung so groß ist. Vollkommen irrational, aber das Kernkraftwerk ist fixfertig dagestanden und ist jetzt ein Museum. Und auch in Deutschland, also wird dieses Thema extrem emotional diskutiert. Und wenn ich mit Kunden spreche von außerhalb von Deutschland, die fragen, wie wollt ihr eure CO2-Ziele erreichen, wenn ihr nicht auf Kernkraft zurückgreift? Ich habe die Antwort nicht, aber es ist einfach ein interessanter Aspekt. Der dritte Punkt noch, Erfolgsfaktor, also wirklich, wo wir drauf schauen, ist wirklich, es zählt nur das, was man messen kann. Wir hatten ja heute Vormittag auch über CO2-Emissionen gesprochen, und ich glaube, fast jeder von Ihnen hat in der Zwischenzeit auch, kann sagen, wie viel die Scope 1-Emissionen sind, wie man die runterkriegt in den nächsten 10, 15 Jahren, und manche von uns können sogar schon die Scope 2-Emissionen quantifizieren. Woran wir sehr intensiv daran arbeiten, ist, dass wir auch gegenüber unseren Kunden sagen können, wenn wir jetzt in diese Anlage gehen und das hier umbauen oder dieses Teil isolieren, dann helfen wir dir, lieber Kunde, im Jahr so und so viel Tonnen CO2 einzusparen. Ja, um damit auch nicht immer nur über die Kosten zu sprechen, wie viel Euro kostet das, sondern auch über den Benefit zu sprechen. Also das ist die Sicht gegenüber dem Kunden, und die hilft uns auch, indem wir solche Dashboards aufbauen, dass wir sagen, wir haben jetzt, keine Ahnung, in diesem Land haben wir mit unseren Projekten im Jahr schon 2400 Megawattstunden an Energieeinsparung realisiert und 56 Tonnen NOx-Emissionen eingespart bei unseren Kunden. Wir nutzen das auch, um gegenüber unseren Mitarbeitern, den aktuellen und den zukünftigen, attraktiv zu sein. Also das macht auch irgendwie Impact und schafft auch einen gewissen Purpose, wenn man diese Dinge quantifizieren kann. Aber auch unsere strategischen Ziele bezüglich Nachhaltigkeit versuchen wir auch zu quantifizieren und auch messbar zu machen. Also Sie sehen hier auf der rechten Seite
unseren Gesamtumsatz, also 4,3 Milliarden Euro war das in 2022, und wir haben eine so Art Kühlschranklogik aufgebaut. Wie viel unseres Umsatzes wirkt tatsächlich 1:1 zur CO2-Reduktion bei unserem Kunden? 445 Millionen davon. Und dann, wie viel sind sehr nahe? 268, und dann kommt der ganze Rest. So. Wir messen das und wir berichten das auch Jahr für Jahr und haben natürlich das Ziel, dass wir den Umsatz mit nachhaltigen Lösungen in den nächsten Jahren garantieren. So, und wie kann ich es wirklich in der Mannschaft verankern, indem ich auch Ziele dafür vorgebe? Also unsere Führungsmannschaft, jetzt zwei Ebenen unter dem Vorstand, eine und zwei Ebenen unter dem Vorstand, haben diese Entwicklung auch als Teil ihrer Bonusvereinbarungen. Und dann arbeiten ja auch die Leute dran. Und das ist wiederum so ein Beispiel, wo ich sage, es reicht nicht nur, also sie müssen das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich in die Organisation reintragen und leben und durchexerzieren. Ein letzter Punkt noch, wo ich etwas ein Risiko sehe momentan, ist also Marketing versus Realität. Wenn Sie jetzt die Zeitung aufschlagen oder Firmen Videos sehen oder Marketingbroschüren von der chemischen Industrie oder anderen, sie finden immer so ein Solarpanel, hinten drehen sich vielleicht noch Windräder und davor ist ein Rapsfeld oder ein Mondfeld. Super. Das ist nur teilweise die Wahrheit. Ich meine, wir wissen alle, dass für Batteriefabriken irgendwo seltene Erden abgegraben werden müssen, und das geschieht halt dann in China oder in Australien und im Regenwald. So. Anderes Beispiel, sehen Sie rechts unten, sehen Sie zwei Herren in Vollschutzanzügen, einer davon bin ich. Das ist bei einer Werksbegehung von einer Firma, die extrem für grün steht. Und ich sage Ihnen nicht, welches Land und welche Firma und welche Industrie, aber so schaut es im Innenleben von solchen Firmen auch teilweise aus, weil die mit extrem gefährlichen Stoffen hantieren. Wenn sowas mal rauskommt, zieht das ja alle in den Abgrund. In den Abgrund ist jetzt ein großes Wort, aber das hat einen nachhaltigen Schaden für die Glaubwürdigkeit. Und deswegen bin ich ein großer Fan, immer auch offen davon zu sprechen. Manche Dinge sind super, aber es ist nicht alles grün, was grün scheint. Und da muss man einfach auch offen und ehrlich untereinander sein. Ja? Also das heißt, in Summe ist für uns, also das Bilfinger, dieses Thema Nachhaltigkeit ist wirklich auch ein Wachstumstreiber, auch in den Industrien, in denen wir tätig sind. Das ganze Thema ruckelt sich irgendwo ein, aber wir sehen es wirklich als Chance. Vielleicht noch ein abschließende Bemerkung. In Deutschland machen wir 60% unseres Umsatzes in der chemischen Industrie. Und der hat echt extrem, also jeder spricht davon, die chemische Industrie geht in den Bach runter. Wir haben trotzdem im letzten Jahr erstmals die Milliardenmarke an Umsatz durchbrochen und sind um knapp 10% gewachsen in Deutschland. Jetzt kann ich sagen, das ist, weil wir so super sind, ja? Aber de facto ist einfach, weil der Bedarf hier aus diesem ganzen Energiewandel und Nachhaltigkeit so groß ist. Ja? Und ich glaube, das kann man einfach auch nutzen, und das wird uns sicherlich noch für ein paar Jahre weiter so begleiten. Deswegen schaue ich wie immer positiv in die Zukunft. Danke.